Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. So schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Mein Name ist Monika. Ganz herzlich willkommen, meine lieben Königinnen und Könige des Wassers, meine lieben Fischegeborenen. Dies ist das Kurzreading für euch im Bereich der Karriere. Das ist der erste Bagua-Bereich im Feng Shui und der ist dem Element Wasser zugeordnet. Und ich habe noch mal hier meine Fläschchen mitgebracht, um euch das nochmal kurz zu erklären mit dem Fütterungszyklus der Elemente. Und zwar haben wir hier dieses goldfarbige Fläschchen, steht für das Element Metall. Und denn wer bringt denn das Wasser hervor? Das ist das Metall, das Element Metall. Und das Element Metall wird im Feng Shui als Reich des Himmels bezeichnet. Also das Reich, aus dem Reich des Himmels fällt das Wasser. Und Wasser steht eben für die blaue Farbe hier. Und deswegen, welche Farben sind günstig im Bereich der Karriere? Sind alle Goldfarben, also Gold, Silber, Kupfer, Chrom, Zinn, alles was glänzt. Und blaue Töne. Ja, und die beiden, die nähren, fördern, stärken sich und stärken dann auch diesen Bereich der Karriere, ja? Und ich habe euch hier nochmal meinen Plan mitgebracht, der neuen Lebensbereiche, damit ihr seht, wo wir uns befinden. Dann mache ich jetzt mal uns ein Lichtlein an, damit uns ein Licht aufgeht, meine Lieben. Genau. Und zwar sind wir hier, also wir sehen hier neun Bereiche, neun Lebensbereiche im Bagua. Und wir befinden uns jetzt hier im Karrierebereich. Das ist der erste Lebensbereich im Bagua. Hier ist der Eingang, in der Regel der Eingang zu eurem Haus, zu eurer Wohnung. Und wir haben hier den zweiten Bereich der Partnerschaft. Dann haben wir hier den dritten Bereich der Familie. Vierter Bereich Reichtum. Fünfter Bereich Gesundheit, sechster Bereich hilfreiche Freunde, siebter Bereich Kreativität und auch Kinder, achter Bereich das Wissen und neunter Bereich Ruhm. Der Ruhm liegt dem der Karriere genau gegenüber. Und hier haben wir auch die Organe, Nieren und Blase. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr da öfter mal Probleme habt mit diesen Organen, dann würde es sich wirklich lohnen, den Bereich mal zu reinigen, zu säubern, zu schauen, dass da nicht zu viel auf dem Boden liegt, ja, damit die Energien frei fließen können. Ja. Vielleicht braucht dieser Bereich ein bisschen Stärkung und dieser Bereich könnte sehr gut genährt, gefördert und gestärkt werden mit meinem Bild am goldenen Teich. Ihr seht, ich habe hier viel die Farben der Karriere verwendet, eben das Blau des Wassers am goldenen Teich. Und wer bringt das Wasser hervor? Das ist hier der goldfarbige Bilderrahmen, das Metall, ja. Und das Bild hier steht für Wachstum, denn hier am Teich wächst alles und gedeiht alles, weil die Blumen bekommen ja das Wasser. Und es sind ganz vielfältige Blumen, also steht das Bild für mich auch für Vielfältigkeit und auch für Stabilität. Ja, es macht auch so einen stabilen Eindruck. Wir wollen ja in der Karriere auch stabil sein. Genau. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich schaue mal für euch mit dem Botticelli Tarot. Gibt es irgendetwas, was euch an eurer Karriere hindert, meine lieben Fischegeborenen? Da möchte ich jetzt mal mit euch schauen. Gibt es etwas, was euch hindert, meine Lieben? Okay. Eine ist schon gefallen. Vielleicht bekomme ich noch eine. Das ist ja interessant, meine lieben Fische geboren. Das ist sehr interessant. Ja, man kann ja alles so und so deuten. Okay. Also, was haben wir hier Schönes? Sieben der Münzen. Acht der Stäbe. Und der Stern.
Also ganz spontan könnte man sagen, meine Lieben, es kann euch nichts und niemand abhalten von der Karriere, denn hier geht es wirklich um die absolute Wunscherfüllung bei euch. Das ist gigantisch hier, die Karten. Also ihr seid einfach in der Lage, hier die Münzen einzubringen, einzuholen. Karriere müsst ihr wahrscheinlich gar nicht mehr machen, denn ihr habt eh schon alles, meine Lieben. Schaut mal, das ist hier die Erntedankkarte, das ist Fülle. Ihr holt die die Münzen vom Himmel. Wow. Also, schaut mal, dann kommen hier noch 8 der Stäbe. 2, 4, 6, 8. 8 der Stäbe. Stäbe stehen immer für Handlungen, Aktionen, ja. Und dann habt ihr noch die Hilfe von oben, ja. Der Engel hilft euch bei euren Handlungen. Wow. Und jetzt kommt der Knaller, meine Lieben. Hier kommt der Stern und die Wunscherfüllung für euch. Wow. Also im Prinzip glaube ich, es hindert euch niemand. Ihr habt schon alles, was ihr erreichen wolltet im Prinzip, ja. Und interessant, sehr interessant, denn ich schau mal, was ist euch nicht bewusst? Was ist euch nicht bewusst? Das ist der Tod, heißt es hier, oder die Wiedergeburt, ja? Also Tod steht immer für Transformation. Das ist euch nicht bewusst, dass ihr bereits alles habt, ja? Dass ihr bereits alles habt, dass bei euch bereits alles völlig neu entstanden ist, ja. Das ist euch, meine lieben Fische geborenen, nicht bewusst. Sehr spannend, sehr spannend. Also, das darf euch aber bewusst werden, meine Lieben. Ja, genau. Also, dann schaue ich mal mit den Engel-Orakel der goldenen Zeit. Schaue ich mal, welcher Engel möchte euch jetzt hier beistehen noch? In dieser Situation. Das ist wirklich unglaublich. Ist unglaublich, was ihr so in letzter Zeit für Karten habt überhaupt, meine Fische geborenen. Ihr seid ja auch unglaublich tiefgründigen Sonnenzeichen. Ihr gründelt tief und ihr seid auch sehr psychologisch interessiert an euren Mitmenschen. Hui, da ist einer gekommen. Dankeschön. Was haben wir Schönes? Im Hintergrund. Es passiert, ohne dass du es weißt, meine lieben Fische geborenen. Es passiert, ohne dass du es weißt, ja. Und was passiert hier? Die Wunscherfüllung. Die passiert im Hintergrund, ohne dass du es weißt. Wow, meine Lieben. Ich meine, mir kommt gerade so, ich meine, könnte natürlich auch sein, dass du irgendwie ein Erbe bekommst, ja. Dass du ein Erbe bekommst. Ich meine, normalerweise steht die Karte hier nicht jetzt für den physischen Tod. Aber irgendwie habe ich so, ja, es passiert im Hintergrund. Schauen wir mal. Also, ich denke eher, dass ihr aus euch heraus so viele Fähigkeiten habt, ja, und so geniale, ja, wie soll ich sagen, genial eurer Berufung folgt, sag ich mal, ja. Das ist alles im Hintergrund für euch günstig abläuft, meine Lieben. Jetzt schaue ich nochmal mit dem Herzenhopsen-Wunderfünkchen-Karten, was sie euch noch mitteilen mögen. Die kleinen Wunderfünkchen. Schauen wir mal. Das sind ja schon tolle, tolle Nachrichten hier für euch. Wow. Süß. Das ist putzig. Du hast wirklich alles gegeben. Aber komplizierter ging es einfach nicht. Gut, das kann sich natürlich hier auf diese Karte beziehen, ja?
Mit dem komplizierter ging es wohl nicht. Ja, da musste erst etwas total transformiert werden und vielleicht absterben, sodass was Neues entstehen konnte. Und das aber ist so der Knaller hier, ja. Das Neue ist hier entstanden mit der Wunscherfüllung. Wunderbar. Also im Nachhinein interessiert uns gar nicht mehr, ob das jetzt umständlich war oder nicht. Das Ergebnis ist entscheidend, meine Lieben. Ja? Also schiebe ich es mal darüber. Das Ergebnis ist entscheidend für euch, meine Lieben, ja? Ja, wunderbar. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Impulse mitgeben, mit auf den Weg geben. Ich würde euch sehr bitten, dass ihr mir einen Daumen hoch gebt, denn es ist so, dass sich dann das Video viel mehr verbreitet und auch andere Menschen von meinem Wissen profitieren können. Das wäre das, was ihr für mich tun könnt. Ich weiß, ihr schätzt meine Arbeit auch sehr und ich danke euch allen für euer Abo, für eure Treue. Super. Nur ist es mit diesem YouTube-Algorithmus nicht so einfach und man braucht eben diesen Daumen hoch, damit sich das immer mehr verteilt. Vielen herzlichen Dank. Natürlich freue ich mich auch über ein Abo von euch und über Kommentare, über Blumen, Tiere, Sonnen, alles. Und ich wünsche euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Servus.